Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Schwangerschaftsupdate zur 29. Schwangerschaftswoche. Ich muss immer so ein bisschen überlegen, weil ich ja quasi schon die Woche beendet habe, wenn ich das Video drehe. Und heute soll es um meine Beschwerden gehen, die ich gerade so habe und um den Frauenarzttermin, den ich hatte. Fangen wir mal mit den Beschwerden an. Symphysenschmerzen sind natürlich nach wie vor da und die werden ja auch nicht mehr weggehen. Dann hatte ich Rückenschmerzen sehr, sehr stark, so im unteren Lendenwirbelbereich, aber das ist ganz normal, das kenne ich ja auch von Vince. Dann geht es bei mir mit den Wassereinlagerungen los. Ich hatte gehofft, dass es mir erspart bleibt. Bei Vince hatte ich das ja richtig, richtig stark und da habe ich so ein bisschen drauf geschoben, dass er auch Hochsommer war. Aber es fängt jetzt wieder an. Ich hoffe, dass ich das so ein bisschen eindämmen kann, dass es nicht ganz so schlimm wird. Ich sehe gerade, dass das Licht total kacke ist heute. Aber ich kann nicht an meinem üblichen Ort filmen, weil wir ja gerade am Renovieren sind und alles vollgestellt ist. Deswegen muss es heute leider mal so gehen. Rückenschmerzen, genau. Dann habe ich einen angeschwollenen Dammbereich. Das ist jetzt aber nichts Schlimmes. Das ist dann halt einfach so. Es tut auch nicht weh oder so. Und was ich richtig unangenehm hatte, war kurz vor dem oder vor dem Einschlafen, wenn ich mich ins Bett gelegt habe, habe ich so ein ganz komisches Gefühl in den Beinen bekommen. Ich hatte darüber auch schon mal auf Instagram geschrieben und das kannten sehr, sehr viele aus der Schwangerschaft. Das ist dann so ein ganz beengendes Gefühl, fast so ein Platzangstgefühl in den Beinen. Und man kann dann nicht still liegen, man muss die ganze Zeit irgendwie die Beine bewegen. Das ist richtig, richtig unangenehm. Irgendwann schläft man halt vor Erschöpfung ein, weil man halt einfach nicht still liegen kann. Das ist ganz, ganz schlimm. Was hilft oder was mir hilft, sind kleine Spaziergänge, was wiederum nicht so gut für die Symphysenschmerzen ist. Und da muss ich dann immer so ein bisschen abwägen. Aber ich gehe lieber 15 bis 20 Minuten spazieren und kann dann abends einschlafen und hab dann halt ein bisschen stärkere Symphysenschmerzen, als abends nicht schlafen zu können. Das ist richtig, richtig grausam. Wenn man dann halt so stundenlang wach liegt mit diesem ekligen Gefühl in den Beinen, ist ganz, ganz schlimm. Genau, so das erstmal dazu. Ansonsten geht es mir relativ gut. Also man arrangiert sich halt einfach auch damit. Und ich weiß, es sind maximal noch 10 Wochen jetzt. Wenn ich Glück habe, sind es vielleicht nur noch 8 Wochen. Und dann habe ich mein Baby in den Armen. Kommen wir also zum Frauenarzttermin. Ich hatte ja den letzten großen Ultraschall, den dritten Ultraschall. Mehr mache ich ja auch nicht. Und fangen wir mal von vorne an mit dem Gewicht. Und zwar habe ich jetzt 10,4 Kilo zugenommen. 10,4, genau. 10,6. 10,6 Kilo habe ich jetzt zugenommen. Ist noch okay. Ich habe jetzt mal irgendwo gelesen, dass 9 Kilo allein das Gewicht ist, was man halt alles so zusammenrechnet. Das Wasser, die Gebärmutter, das Kind selbst. Brüste wiegen ja auch mehr. Also das alles wären wohl insgesamt an sich 9 Kilo. Ich habe jetzt halt ein bisschen mehr als 10 Kilo. Ich hoffe, es werden nur noch so... Ich hoffe, es hält sich jetzt in Grenzen, dass ich am Ende bloß so bei 15 vielleicht lande. Ja, müssen wir halt mal sehen. Durch das Wasser ist ja dann auch mehr Gewicht, wenn ich jetzt wirklich wieder starke Wassereinlagerungen bekommen sollte. Mal sehen. So, dann war ich natürlich am CTG. Das war auch alles in Ordnung. Und dann bin ich zur Ärztin rein, haben wir halt nochmal über die Symphysenschmerzen gesprochen. Sie hat halt gesagt, es ist eine sehr starke Lockerung, die ich da wirklich habe. Und sie denkt aber, dass nach der Geburt wieder weggeht. Also ich habe gar nicht gewusst, dass das auch nach der Geburt bestehen bleiben kann. Aber sie denkt, dass das nach der Geburt alles wieder ins Reine kommt. Ich denke auch, gerade wenn man dann auch wieder den Beckenboden besser trainieren kann und überhaupt Sport machen kann, dass sich das dann wieder gibt. Und dann haben wir halt den Ultraschall gemacht. Meine Ärztin ist halt so, sie macht halt das Nötigste, aber das macht sie halt wirklich sehr korrekt und das ist okay für mich. Und ich habe halt überhaupt gar nichts gesehen, wirklich gar nichts bei diesem Ultraschall. Ich habe dann nur mal gefragt, ob denn alles dran ist und sie sagt, naja, bei der Größe des Kindes sieht man das jetzt mittlerweile auch alles nicht mehr so gut. Aber es ist jetzt ungefähr 1200 Gramm schwer. Sie sagt, es wird kein 4000 Gramm Baby, das ist auch sehr, sehr gut so. Auch normal entwickelt von der Größe her für die Woche. Fruchtwasser war okay.
Sie hat sich angeguckt, die Durchblutung der Nabelschnur und auch die Durchblutung der Gebärmutter, und es war auch alles in Ordnung. Das kannte ich zum Beispiel von meiner Schwangerschaft mit Vince nicht. Also da wurde nie untersucht, wie die Durchblutung der Nabelschnur oder der Gebärmutter ist. Das fand ich richtig interessant auch mal. Und ja, die Geschlechterfrage, was euch natürlich wahrscheinlich am meisten heute interessiert, wir wissen es nicht. Wir haben nichts gesagt bekommen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich habe auch selber nichts gesehen, wirklich, ich habe gar nichts erkannt auf diesem Ultraschall, ich kann euch gar nichts sagen. Und mittlerweile finde ich es echt spannend und aufregend und ich freue mich, dass wir es nicht wissen. Manchmal ist man halt so, was ich halt auch schon im letzten Video gesagt habe, dass man irgendwie dem Kind gern ein Geschlecht geben möchte, weil man halt es sagt, oder ich rutsche dann halt schnell und sag er, einfach weil wahrscheinlich auch diese Gewöhnung, Vince war auch immer ein er in meinem Bauch. Und es ist wahrscheinlich auch nicht schön für die Leute, die uns beschenken wollen oder so, wenn sie nicht das Geschlecht wissen. Aber eigentlich ist es eine spannende Sache und eine schöne Erfahrung. Und ja, wir werden es halt echt dann erst erfahren, wenn es da ist. Wenn es auf der Welt ist, dann wissen wir, ob es klein e oder klein s wird. Ja, zu den Namen nochmal. Also der Jungname stand ja schon sehr lange fest. Da war ja nicht mehr schwanger. Beim Mädchennamen haben wir uns ein bisschen schwerer getan. Anfangs wollte ich gern einen Mädchennamen mit V haben, wegen Vincent. Das fand ich ganz süß, aber das passte alles nicht. Also die Namen, die für uns mit V in Frage kamen, es passte irgendwie nicht vom Gefühl her einfach. Und dann haben wir es, also wir haben zu dem jungen Namen, Manu und ich, beide eine Beziehung, eine Geschichte zu dem Namen. Und der Mädchenname ist so ein bisschen daran angelehnt auch. Und wir verbinden beide was Positives damit, wir verbinden beide dasselbe damit. Es ist eine gemeinsame Erinnerung von uns. Und ja, wenn ihr den Namen dann kennt, kann ich das auch alles mal ein bisschen erklären, warum das Kind so heißt, wie es heißt. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, dass es auch so eine gewisse Bedeutung irgendwo auch für uns hat. Es sind beides nicht alltägliche Namen, was ich sehr gut finde. Ich hasse es, wenn man dann im Geburtsvorbereitungskurs, im Rückbildungskurs ist oder dann auch im Kindergarten und jedes zweite Kind heißt so wie dein eigenes. Also zu Vince-Zeiten war ja sowas wie Noah ganz, ganz groß im Kommen. Da gibt es ja zig Noahs in seinem Alter und da bin ich froh, dass er halt so ein bisschen Vincent heißt. Ja, wenn überall Handwerker rumkriechen, kommt halt auch mal mitten im Dreh jemand reingeplatzt. Das wird das professionellste Video, was ich jemals gemacht habe. Egal, also jetzt muss ich überlegen, wo ich war. Wir waren dabei, dass ich das Geschlecht noch nicht weiß. Und dass wir es aber jetzt wirklich, wir finden das total spannend. Ach genau, ja, ich bin froh, dass Vincent halt Vincent heißt. Und nicht irgendwie noch viele andere in unserem Freundeskreis oder so ihr Kind denselben Namen gegeben haben. Es ist ja auch immer bei der Namensgebung, achtet man auch immer drauf, ob man jemanden kennt, der so heißt und ob man denjenigen mag oder nicht. Ging uns jedenfalls so. Genau, das war's zum Ultraschall. Dann hat sie noch nach dem Muttermund geguckt. Da ist auch alles in Ordnung. Das ist zum Beispiel auch was. Meine Frauenärztin, die ich bei Vince hatte, hat nie nach meinem Muttermund gesehen. Nie, niemals. Und ja, dann hat sie noch mal so ein bisschen abgetastet wegen den Symphysen. Und ja, sagte, es ist schon eine starke Symphysenlockerung, Senkung. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und ja, aber es ist halt jetzt so und damit kann ich gut leben. Danach, ja, krankgeschrieben bin ich nach wie vor. Also ich werde nicht mehr arbeiten gehen vor der Geburt. Meinen nächsten Termin habe ich in 3 Wochen dann wieder. Und dann habe ich noch Magnesium verschrieben bekommen übrigens. Wegen dieser Geschichte mit den Beinen soll ich 2x täglich Magnesium nehmen. Und dann habe ich noch diese Spritze bekommen, die habe ich auch schon bei Vince bekommen, wegen dem Rhesusfaktor. Wenn Manu jetzt hier im Raum wäre, der könnte euch ganz genau sagen, wie das heißt und was das ist und bla bla bla. Die bekommt man ja in den Poppes und dann kann es halt passieren, dass man die nach der Geburt des Kindes nochmal bekommen muss. Das hängt dann davon ab, welche Blutgruppe, welchen Rhesusfaktor das Kind hat. Bei Vince brauchte ich sie nach der Geburt nicht. Ja, wer das nicht kennt, das hat halt einfach was mit der Blutgruppe und dem Rhesusfaktor von Mann und Frau einfach zu tun. Und ich brauche halt jedes Mal diese Spritze einfach und ist auch okay. Es ist halt ein bisschen unangenehm, aber richtig von Schmerzen oder so kann man da nicht sprechen. Es ist halt so eine ölige Flüssigkeit und das verteilt sich halt schwer. Deswegen hat man im Nachhinein dann noch ein bisschen, ja, wie so ein blauer Fleck, könnte man sagen, fühlt sich das an.
Und nach dieser Spritze musste ich auch noch eine Viertelstunde in der Praxis bleiben, um halt zu schauen, ob es mir irgendwie schlecht geht oder so. Aber damit habe ich auch nicht gerechnet, dass da irgendwas hätte sein sollen oder so. Gewicht hatte ich euch gesagt. Bauchumfang liegt immer noch bei 111 cm. Überall, wo ich hinkomme, oh, wann ist es denn soweit? Also alle denken, das Kind kommt jeden Moment. So ist es ja aber noch nicht. Und ich habe auch schon Bilder von Frauen gerade auf Instagram gesehen, die von der Wochenanzahl ähnlich weit sind wie ich und die einen größeren Bauch haben. Also ich finde, es geht noch. Dann trage ich ja auch ganz, ganz oft jetzt diesen Bauchgurt. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Ich hatte ja schon gesagt, dass mir von der Frauenärztin so ein Bauchgurt wegen den Symphysenschmerzen verschrieben wurde. Und den trage ich hauptsächlich, wenn ich weiß, ich gehe viel oder wir gehen spazieren. Dann nehme ich den immer, weil das stützt schon ein bisschen und entlastet auch ein bisschen. Aber ich kann den nicht alleine anziehen. Also Manu muss mir immer dabei helfen, den anzuziehen. Deswegen habe ich ihn auch nicht immer um, weil Manu ja einfach auch nicht immer da ist. Und man kann darin auch nicht so gut sitzen. Oder wenn ich mit Vince spiele, macht sich's halt wirklich schlecht. Aber sonst kann ich sagen, beim Laufen, beim Spazierengehen macht sich's schon echt gut. Den habe ich. Und dieser Bauchgurt, das wollte ich eigentlich sagen, ich habe so das Gefühl, optisch schmälert das so ein bisschen auch den Bauch. Und dann sieht es gar nicht mehr so schlimm aus und macht den Bauch auch so ein bisschen flacher. Aber unter den Klamotten zeichnet der sich halt extrem stark ab, dieser Bauchgurt. Ist jetzt halt auch nicht das Schönste, aber wo wir halt jetzt zum Beispiel bei IKEA waren, die ganzen Möbel holen. Ich wusste, es wird ein sehr, sehr anstrengender Tag. Ich konnte auch zum Ende hin wirklich kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen. Es tat sehr, 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 sehr weh. Und da an dem Tag habe ich zum Beispiel auch den Bauchgurt umgemacht, weil das gab wenigstens noch mal so ein bisschen Stabilität. Und es sah halt nicht schön aus, aber es musste halt einfach sein. Und genau, im Moment sind wir aber wirklich absolut im Renovierungsstress, ist es nicht wirklich, aber ich hasse es halt auf einer Baustelle zu leben. Noch dazu schlafen wir jetzt gerade alle in einem Raum mit Vince zusammen und es ist halt, er schnarcht, Manu schnarcht. Vince ist auch manchmal, der quatscht halt irgendwas manchmal im Schlaf. Und ich bin bei sowas sofort wach und brauche dann immer eine Weile, bis ich wieder einschlafen kann. Und überall steht irgendwas rum. Aber das Schlafzimmer wird, glaube ich, in den nächsten Tagen jetzt fertig. Da freue ich mich schon sehr, 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 sehr drauf. Das ist so mein Traumschlafzimmer geworden oder ist noch dabei zu entstehen. Und dann ja, kommt ja eigentlich die Mammutaufgabe, nämlich der große Raum, wo die zwei Kinderzimmer dann entstehen. Und da freue ich mich aber auch so aufs Endergebnis. Also diese Zwischenzeit wird auch nicht schön, wenn überall was rumsteht und tralala. Aber ja, Ende des Monats sollte es geschafft sein. Oder ja, nein, Ende des Monats ist es auch geschafft. Meinen nächsten Frauenarzttermin habe ich auch Ende Januar. Da kann ich euch dann wieder erzählen, wie es so war. Im nächsten Video wird es um das Thema Hypnobirthing gehen. Ich hatte ja schon mal vor ein paar Wochen erzählt, dass ich auf Instagram auf das Thema Hypnobirthing gestoßen bin, dass ich da mal so ein bisschen mich reingelesen habe. Und mir das System sehr, sehr gut gefallen hat, ich mich sehr damit identifizieren konnte und mir einige Bücher besorgt habe. Und deswegen wird es im nächsten Schwangerschaftsupdate um das Thema Hypnobirthing gehen. Ich werde euch erzählen, was Hypnobirthing eigentlich ist, was es bedeutet. Und es wird nächste Woche Dienstag zwei Videos gehen, denn im zweiten Video zeige ich euch dann alle Bücher, alle CDs, die ich mir zu dem Thema bestellt habe und ob ich euch die empfehlen kann. Genau, darum wird es nächste Woche gehen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ich freue mich wie immer sehr auf eure Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!